Da werden die Namen, da werden die Namen hochgezogen. Die Jockeys und die Pferde, ja. Mein Gott, die werden hochgezogen. Ach, die Jockeys und die Pferde werden natürlich nicht hochgezogen, sondern die Namen der Nummern. Ach, die Nummern der Namen. Nein, die Namen der Pferde, damit man weiß, wer mitläuft. Aha. Also nun nehmen Sie mal Ihr Notizbuch raus und nun schreiben Sie mal. Ach. Mein Gott, ich hab gar keins. Ist das schlimm? Wer denn? Die Menschen, die im Wagen drin, die schauen gar grantig, niemand lacht. Da drin, im Wagen, Linie 8. Nächste Haltestelle, Harras, Waldfriedhof, umsteigen. Ach, bitteschön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus, in die Linie 9. Na, heb doch deine Beine auf, du alles Trampeltier. Wer schmeißt denn da mit Leben? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen, als ausgerechnet leben. Bei unserem Nachbar Meier ist immer etwas los. Die sind sehr sportbegeistert, auch die Frau boxt. Fragte das Äffchen teilnehmend und guckte nach oben. Ist Ihnen nicht wohl? Sagte das Faultier und seufzte. Sie sind gewiss krank, sagte das Äffchen und kletterte hilfsbereit nach oben. Das Faultier rührte sich nicht. Ich bin hungrig, sagte es und seufzte. Aber dicht über ihnen hängen ja die schönsten Früchte. Es ist den Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Meines Weges weiter. Da kam, wie ich so weiter glitt, ein Frauenbild und schwebte mit, als ein willkommenes Geleite, anmutig lächelnd mir zur Seite, und um sie nie mehr loszulassen, dacht ich, die Holde zu umfassen. Doch, ehe ich Zeit dazu gefunden, schlüpft sie hinweg und ist verschwunden. Mir war so schwül, ich musste trinken, nicht fern. Das war ein Komponierer. Oh, so alt und noch so dämlich. Sie? Ja? Da drüben grüßt Sie ja einer. Wo? Na, da in der letzten Reihe. In der letzten Reihe habe ich keine Bekannten. Das kann höchstens Sie angehen. Ach ja, richtig. Das ist ja Frau Scheermann. Guten Abend, Frau Scheermann. Ach, Sie sehen ja wieder bezaubernd aus. Gott, ist das eine alte Zicke. Ach, ist die alt geworden. Lauter Falten hat sie im Gesicht. Nee, wo soll sie noch sonst haben? Na ja, eben. Der Bär trabt auf sie los sofort. Hei, wie vom Blitz gerührt, die zwei da stehen und beben. Futsch war der Kauf, jetzt galt's ihn schleunigst aufzugeben. Und von der Bärenjagd sprach keiner mehr ein Wort. Der klimmt auf einen Baum in allerschnellster Eile. Jener, starr wie ne Marmorsäule, wirft hin sich, stellt sich tot und hält den Atem an, da ihm bekannt vom Hörensagen es scheut. Will ich, meine Ruhe will ich haben. Ach, wenn nur Morpheus bald käme. Was denn? Kommt denn noch einer? Ach, wie ungebildet. Ich meinte den Beschützer des Schlafes. Sie, wenn Sie jetzt noch mit der Wach- und Schließgesellschaft kommen, dann hau ich. Ach, so einer ist das. Ein Raufbold. Nur gut, dass man's weiß. Quatschen Sie nicht dusselig, ja? Wie Sie wünschen. Vor allen Dingen gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ach, auch das noch. Mein Name steht draußen am Balkon. Ollolari, 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 bam, 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 bam. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Ollolari, ollolari, ollolari. Und bin ein Bösewicht, was Ungezogenes spricht. Dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ollolari, ollolari, ollolari. Piek, 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 piek.
Ich bin ausprobiert feurig. Ja, das ist wohl meine Braut. Ach, ist die aber scharf. Nein, das war der Löwe. Die Trauung findet nämlich im Löwenkäfig statt. Aber ohne Löwen? Nein, mit Löwen. Oh Gott, das ist ja gerade ihre Bombenrolle. Aber der Löwe ist ganz satt gefressen. Und tut keiner Fliege was. Nur von einer Fliege kann er auch nicht satt werden. Aber von mir, wo ich gerade etwas Fett angesetzt habe. Treu, der hat keine Nebenbei. Ich bloß kann sein Herz errühren. Den kann keine mir verführen. Er verachtet so eine Biester. Armer Leser, armer Leser, armer Leser. Auch zum Ball führte er mir neulich mal. Der kann wackeln, knicken, schieben. Von Cynocephalus babuin nach sorgfältiger phrenologischer Untersuchung von den anderen Affen zu isolieren, nach fleißiger Fütterung mit gehirnbildenden Nährstoffen, werde ich heute in der Lage sein, nachzuweisen, dass das Gehirn des Cynocephalus babuin bei entsprechender Behandlung nicht nur menschliche Ausdrücke den Begriffen nach richtig zu... Das ist ein Moskitonetz. Moskito gibt's ja auch? Entzückend. Ja, unter diesem Netz wirst du heute Nacht in meinen Armen ruhen. Schatzi. Geh mal am Balkon hinaus. Ah, gell? Wir haben auch einen Balkon. Ja. Habe ich eins telegrafisch für dich bestellt. Und du denkst an alles. Ja. Otto, ich bin ja so glücklich. Gell, ja. Ist es nicht genauso, wie ich dir erzählt habe? Ja, bezaubernd. Ja. Wie in einem Meer. Die Käferlarven sitzen und fangen sonst noch Myriaden Insekten, die dem Menschen schaden. Und hieran siehst du außerdem, wie weise das Natursystem. So zeigt er, wie die Sache lag. Es war kurz vor Martini-Tag. Wer dann vernünftig ist und kann's sich leisten, kauft sich eine Gans. Auch an des Onkels... Madame, ich liebe Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles, mein Pech dabei ist, dass auch ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Mund gebietet mir, sei still. Ich will mich ja nicht weiter aufregen mit Ihnen. Ich fühle mich ohnehin heute gar nicht wohl. Ja? Wenn mir heute einer sagte, Herr Morgan, Sie sind tot, ich würde mich keine Minute darüber wundern. Mi. Na, Kopf hoch. Ich spiele heute den Mephisto. Ja. Die Rolle hat Ihnen der olle Goethe direkt auf den Leib geschrieben. Nicht wahr? Den Mephisto nennt er ja die Spottgeburt aus Dreck und Feuer. Na und? Nur das Feuer kommt bei ihm nicht ganz... ...aus seiner Höhle ihn anzuschauen. Er naht sich ihm doch sehr verzagt. Ein zweiter, dritter folgt. Bald kommt herbeigejagt. Ein heller Hauf und diese Schlauen sind endlich ganz voll Mut und springen voll Vertrauen auf ihres Königs Schulter dreist herum. Der gute Herr lässt sich's gefallen und bleibt stumm. Bald macht das dumme Volk dem Zeus viel Kopfzerbrechen. Die dusselige Emma, ich hab ein Feilchenfeld, ihr Jell. Und ich glaubt, sie kann sie jeden Mann verführen. Man hat ihr vermanscht in der Charité. Sie war schon mies, aber nu erst nö. Nu hat sie einen Bauch wie ein Kerl. Und Podex wie ein 16-jähriger Jirl. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel. Ja. Nicht, dass er dich jemals beschirmt, sondern wenn's mal recht Kabelgarn dick vom Himmel regnet, sollst du ihn an der nächsten Kante ins Stücke schlagen. Denn ein rechter Kerl muss jedes Wetter vertragen und nur auf Gott und seinen Kapitän vertrauen
und sollte dir jemals jemand was anderes sagen, dem musst du deine Seekiste über den Bregen hauen, weil ein Mann... Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Die Welle spülte mich von Bord. Da waren wir nur noch zwei. Und ein Taifun riss mich in Bord. Ich lachte nur dabei. Theresienwies, Bavaria, ja, überall fahr ich hin. Vor jedem Freihaus, sie werden's verstehen, da bleibt mein Gaul vor selber stehen. Ich bin ein alter Münchner. Wanzen, die zur engeren Familie gehörten. Einige alte Onkel und Tanten mit durch und durch verwanzten Grundsätzen und vornehm glänzenden Rückenschalen. Sie krochen langsam und würdig und dufteten intensiv nach Peau de Punaise, mit einem Wort alte Familie. Auch setzten sie die Füße noch in den altmodischen zierlichen Pas, wie sie es in der ersten Krabbelstunde gelernt hatten. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße frei für mich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße frei für mich. Und was haben Sie geantwortet? Ich auch. Ja, ich hatte heute auch Verhandlung bei meinem Steuerreferenten. Er hat mich auf Herz und Nieren geprüft. Mein Gott, sind Sie denn krank? Unsinn. Ich meine, man hat derartige Fragen an mich gerichtet, dass ich schon gar nicht mehr wusste, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen bin. Och, das haben Sie nicht gewusst? Oh, wie unangenehm. Aber was für Fragen waren denn das? Na, zum Beispiel, wer oder was sind Sie? Wenn ja, warum nicht? Haben Sie studiert? Wenn ja, wovon leben Sie? Sind Sie vorbestimmt? Ei, ei! Und verschwindet dabei. Aber Kindern von deutschen und dänischen Witwen pflegt er sich intensiver zu widmen. Die weiß er dann mit den seltensten Stücken aus allen Ländern der Welt zu beglücken. Elefantenzähne, Kamerun. Mit Cognac begossenes malaiisches Huhn. Aus Friedrichsroda ein Straußenei. Aus Zerzaust, dann bin ich wie Nurmi durchs Gelände gesaust. Als ich ankam, fuhr der Zug grad zur Halle heraus. Da ging mir der Hut hoch mit Orgelgebraus. Ein junger Mann red mir von Liebe mit Schwung. Nur schön soll er reden, dafür ist er jung. Ich höre die Ergüsse mir stundenlang an. Er ist stets bemüht, ihn zu ergetzen. Sie kämmen manchmal ihn sogar, um ihm den Kopf zurechtzusetzen. Die Ältere raubt dann stets ihm etwas dunkles Haar. So viel davon noch übrig war, viel gleicher dünkt sie sich dadurch dem alten Schatze. Die Junge zieht mit Fleiß ihm aus das weiße Haar, und beide treiben's so, dass unseres Graukopfs Glatze bald gänzlich kahl. Da wird ihm erst sein Standpunkt. Herr Nachbar, Prost. Ja, Bayern, na, euch kann man so lassen. Ja, das ist uns auch das lieber, bei uns so lost, wie wir sind. Aber jung, 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 ihr müsst doch mit der Zeit gehen. Ja, das sehen wir schon. Bei uns ist jetzt 17:45 und bei Eng, da wird's auch nicht mehr sein. Bei uns ist bedeutend mehr. Ja, freilich. Bei den Preisen, da wird es jetzt mehr sein. Okay. Jawohl, ja. Bei uns ist genau 17:45. Sehen Sie? Laube in fester Faust ein Spanischrohr, der aufmerksame Schramm hervor. Auch Ferdinand sah ihn bei Zeiten und tät am Stamm heruntergleiten in Ängstlichkeit
und großer Hast. Doch eh er unten Fuß gefasst, begrüßt ihn Schramm bereits mit Streichen, als wollt er einen Stein erweichen. Der Ferdinand voll Schmerz und Hitze entfloh und suchte seinen Fritze. Wie an. Denn von heut an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist, eh er's noch begreift, längst von uns schon eingeseigt. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.